Heute Abend, meine Freunde, 17 Uhr, Livestream, www.twitch.tv/Revinzeit. Schaut einfach vorbei, meine Freunde, wir testen die neue Granate und machen eine Menge lustige Sachen in Fortnite. Heute Abend, 17 Uhr, Livestream. Ja, auf Wiedersehen, danke, tschüss. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tag. Die Server sind offline. Leute, ich habe den ganzen Morgen gewartet. Ich warte darauf, dass die Server wieder online gehen. Ich wollte euch unbedingt ein Video zur neuen Granate machen, aber es geht nicht. Es ist aktualisiert und es kommen neue Patch Notes rein, aber die Server sind weiterhin offline. Gut, Leute, dann machen wir einfach was anderes. Und zwar habe ich mir was richtig, richtig Schönes ausgedacht, meine Freunde. Denn in dem Subreddit zu Fortnite gibt es eine Menge geile und kreative Leute. Und ich habe ja letztens schon mal ein Video zu den Skins von mir gemacht, was relativ gut ankam. Und da dachte ich, meine Freunde, wir schauen uns heute einfach mal gemeinsam an, was andere Leute für Ideen an Skins haben für Fortnite. Wir schauen uns gemeinsam mal an, welche Ideen da draußen so rumfleuchen, was für Skins dahinter stecken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem ersten an. Und dann gibt es morgen versprochenerweise ein Video zur neuen Granate, meine Freunde. Beginnen wir mit dem ersten Skin, Leute, den wir hier gefunden haben. Wie gesagt, reddit.com/fortnitebr ist das Ganze. Und hier haben wir einmal den Flavortown-Skin. Was? Oh mein Gott, Alter, das ist von Smash Mouth, der Sänger. Das ist ja geil. Holy shit, okay, das ist eine coole Idee. Also mit einem Mozzarella-Stick auf einer Gabel auf jeden Fall. Als Spitzhacke, sehr, sehr cool. Die Tattoos gefallen mir richtig, richtig gut. Hier unten sieht man noch immer, von wem das gemacht ist. Das ist von ZellaFX gemacht worden. Dann haben wir hier auf jeden Fall dieses Flammenhemd und diese asozialen gelben Haare, Leute. Finde ich ja richtig, richtig nice. Kann ich mich auf jeden Fall extrem gut mit identifizieren, meine Freunde. Kann man machen, finde ich ganz geil. Vor allem die Hacke dazu, Mozzarella-Stick. Fände ich sau nice, wenn so ein Skin reinkämen, Leute. Dann haben wir noch einen wunderschönen Skin, Leute, und zwar einen Ninja-Skin, Leute. Und ich meine, guckt euch das mal an. Die Idee dahinter ist einfach so damn bosshaft. Ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Je mehr Kills man macht, umso krasser werden einfach die Haare. Schaut mal ganz genau hin. Also, bei 0 Kills ganz braun, so wie quasi Ninja damals angefangen hat. Dann werden sie gelb und dann werden sie weißlich irgendwie. Dann werden sie purple, meine Freunde. Und die entwickeln sich quasi immer weiter, bis sie dann am Ende blau schimmernd sind. Und generell, das ganze Skin-Konzept für Ninja, ich habe schon so viele verschiedene Skins gesehen, meine Freunde, die quasi für Ninja gedacht gewesen sind. Da gefällt mir das echt am besten, vor allem das mit den Kills und den verschiedenen Elementen dann in den Haaren. Finde ich eine so nice Idee, Leute. Ich meine, stellt euch mal bitte vor, ihr habt irgendwann mal die Möglichkeit, einen Skin zu haben und je mehr Leute ihr killt oder je mehr Assists oder je mehr sonst was ihr bekommt in-game, verändert sich das Skin ein bisschen. Das wäre doch so ein cooles Feature. Das fände ich auf jeden Fall richtig, richtig nice. Eine extrem gute Idee hier von ihm, von MaximaLife. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was wir hier noch haben, meine Freunde. Oh mein Gott. Damn, der ist sick, Alter. He who was left for dead in the stables of battlefields is now back with a vengeance. Oh mein Gott, Leute. Okay. Das ist auf jeden Fall badass. Wir haben hier den Oberkörper von dem Liebesboten, diesem Skin vom Valentinstag-Paket. Hinten neue Flügel drauf und dann halt diese seltsamen Totenkopf hier von Battlefields. Dieser Stierkopf, Leute. Richtig, richtig nice. Gefällt mir ganz gut. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich bin echt überrascht, Leute, wie unglaublich professionell diese Skins gemacht sind. Ich meine, ich habe jetzt irgendeine zusammengefotoshoppte Kacke erwartet, aber das ist extrem nice, Leute. Schaut euch das mal an. Wie cool wäre es bitte, wenn dieser Skin reinkäme? Wie geil! Nein, wie cool wäre das denn? Grams with his cane, get on my lawn. Also quasi ein Opa, der die ganze Zeit sagt, runter von meinem Rasen, meine Freunde. Das wäre mein absoluter Lieblingsskin, Leute. Mit so einem Stock quasi als Pickaxe, das wäre richtig, richtig cool. Und dann dieser komische Polunder hier mit dem gestreiften Hemd drunter und der Fliege und dem Opa-Gesicht. Fände ich so cool, wenn so ein Skin reinkommen würde, Leute, oder? Ich meine, wie geil wäre es bitte, mal einen Skin zu haben, der ein bisschen älter ist als die anderen. Weil normalerweise sind alle Skins immer so Fantasy-Skins, wie zum Beispiel dieser Tomaten-Skin und so weiter und so fort. Und die sind alle irgendwie immer in einer Altersgruppe, habe ich das Gefühl. Aber es gibt noch keinen Skin, der irgendwie ein Baby oder ein Opa ist. Und das wäre doch eigentlich mal ganz nice, einen Skin zu haben mit einem Babykopf oder so ein Opa. Fände ich extrem cool. Oh, geil, Alter. Werwolf-Skin. Auch wieder mit einer Transformation, wenn man mehr Kills bekommt, meine Freunde. Das ist wieder eine geile Idee. Er fängt ganz normal an. Dann bei 3 Kills kriegt er diese Streifen. Bei 5 Kills wird er zum kompletten Werwolf. Okay, das fände ich ein so starkes Feature, wenn Fortnite bzw. Epic Games das integrieren würde. Ich meine, stellt euch mal bitte vor, Leute, ihr seht quasi diese
diesen Skin, diesen 5-Kill-Skins auf euch zulaufen. Ihr wisst, dieser Spieler hat schon 5 Kills gemacht. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall ungefähr, der Typ kann nicht ganz so schlecht sein. Ich finde das eine so coole Idee, wenn Skins sich im Laufe des Games durch Kills oder Assists oder durch Knocks oder sonst irgendwas verändern würden, damit man als Spieler quasi halbwegs erkennen kann, okay, was für ein Spieler ist das jetzt? Hat er schon Kills gemacht? Ist der gut? Ja, nein. Finde ich eine saugeile Idee, wenn das irgendwie funktionieren würde. Werwolf-Skin gefällt mir richtig gut, Leute. Oh, Leute, das sind nochmal geile Skins, Alter. Guck mal, links Crash Bandicoot, rechts auf jeden Fall unser guter Steve von Minecraft und in der Mitte, keine Ahnung, was das ist. Wäre ganz geil. Ich fände es so cool, wenn es irgendwann mal einen Minecraft-Skin gäbe. Ich meine, das dürfen sie wahrscheinlich nicht machen wegen den Rechten, Leute. Aber wie geil wäre es bitte? Einfach nur fürs Meme, einfach nur für den Gag. Irgendwann sollte Skins in-game sein. Das wäre doch so unglaublich tight, Leute. Aber, also, das passt halt wirklich nicht. Aber Level 300 ist auf jeden Fall schon eine Leistung. Also, Respekt auf jeden Fall an den Spieler. Okay, das hast du gut gemacht. Level 300, das, ja, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Oh, alter Hellboy, der Harbinger of Apocalypse. Hellboy, Leute. Hellboy, ein super geiler Film. Den muss man sich auf jeden Fall echt mal angesehen haben, Leute. Und der Skin gefällt mir wieder richtig gut. Wir haben hier wieder die Grundlage von dem Valentin-Skin. Diesem Liebesboten quasi mit diesen komischen, schnörkeligen Brusttattoos. Ich weiß nicht, was es genau ist. Aber die Flügel sehen so badass aus. Oh mein Gott, wie gerne hätte ich diese Flügel, Leute. Die Hose sieht so aus, als wäre das so eine schimmernde Hose, die sich die ganze Zeit verändert in der Farbe. Und kein doppelter Gürtel, meine Freunde. Und die abgeschnittenen Salami. Hörner hier oben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hellboy wäre auf jeden Fall ein richtiger Badass-Skin. Wäre richtig nice, wenn der reinkommt. Richtig, richtig schön. Krass, wie professionell diese Skins gemacht sind, diese Ideen, Leute. Das ist echt nice. Also ich glaube, da kann auf jeden Fall echt vielleicht der ein oder andere Skin irgendwann mal dazukommen ins Game. Ich meine, man weiß es natürlich nicht, aber letztendlich vielleicht hat Epic Games sich ja schon aus diesem Subreddit bedient. Oh! Der Lizard-Skin. Ja, moin, Max Zuckerberg. Leute, was geht? Hier steht sogar Tash Save a Billionaire out of release to okay, Tash Savvy Billionaire, Auto-Release Private Information. Also quasi ein Tech-Milliardär, meine Freunde, der bereit ist, eure privaten Informationen im Internet zu verkaufen. Ein Lizard-Skin, also quasi ein Echsen-Skin, ein Echsen-Mensch. Ja, warum nicht? Ich fände Mark Zuckerberg-Skin auf jeden Fall richtig nice. Extrem witzig, wenn der irgendwann ins Game reinkäme. Ich meine, stellt euch mal bitte vor, Leute, ihr lauft rum, auf einmal steht ein Mark Zuckerberg vor euch und macht so einen Dab und schmeißt Geld und bringt euch dann einfach um. Und man sieht so eine Animation, wie ihr quasi in euren Körper reingeht und die Daten klaut. Ist ein bisschen zu viel, ja? Geht ein bisschen zu weit. Naja, aber ich finde auf jeden Fall das Foto von ihm extrem nice. Also Mark Zuckerbergs Game, meine Freunde. Come on, wie nice wäre das bitte? Oh! This game might not win the popular vote, but it builds the best walls. Oh mein Gott, meine Freunde. Kommt der Donald Trump Skin in Fortnite rein? Kommt Donald Trump Skin in Fortnite, meine Freunde. Der heißt einfach The Builder, weil Donald Trump natürlich die ganze Zeit Mauern bauen möchte. Ey, ich würde für diesen Skin 30.000 V-Bucks bezahlen, meine Freunde, um der Einzige zu sein, der Donald Trump spielt. Wirklich. Das wären 30.000 Euro, das ist vielleicht echt ein bisschen überzogen. Aber damn, Leute, stellt euch mal bitte vor, ihr könnt Donald Trump in-game spielen. Wie lit wäre es bitte? Ihr lauft rum, Leute, und seid einfach Donald Trump. Ihr geht quasi hin und baut die Leute immer wieder ein und setzt nur Fallen und habt keine Waffen. Ey, wie geil wäre bitte ein Donald Trump Skin? Oh mein Gott. Das Schöne ist ja, meine Freunde, theoretisch dürfte Epic Games sämtliche Skins hinzufügen, wie sie wollen. Das heißt, die hätten quasi die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, vielleicht machen wir einen Skin, der aussieht wie Donald Trump, so wie der John Wick, der aber nicht John Wick heißt und auch nicht Donald Trump heißt. So, das könnte man ja theoretisch machen. Das wäre so unglaublich witzig, Mann. Das wäre so krass. Wie unglaublich geil wäre das bitte. Aber naja, ich glaube nicht, dass das irgendwann passieren wird. Aber die Idee ist trotzdem ziemlich, ziemlich nice. Hier haben wir Klatzi-Clown. Oh, da ist schon ein fertiges Konzept, meine Freunde. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben hier einmal so einen großen Hammer quasi als Pick. Dann haben wir hier Ballons, meine Freunde, die quasi nach unten schweben als Gleiter. Und dann hat hier einen richtig coolen Clown, der so Ballons als Knieschoner hat und diese Nase. Und da fehlt dann sicherlich noch ein bisschen was im Gesicht. Aber alles im Allen eine richtig coole Idee. Ein Clown kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe auch irgendwann mal gesehen, meine Freunde, diesen Skin von Pennywise, dieser S-Skin. Ihr seht hier gerade Pennywise eingeblendet, meine Freunde. Sieht aus wie mein Vater. Finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt, Leute. Fände ich eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Klatze-Clown, der sieht echt gut aus. Sehr, sehr gut ausgearbeitet. Nice, Mann. Oh, schon wieder so eine geile Ausarbeitung. Oh mein Gott. Alter, no way. No way, no way. Das ist mein absoluter Favorite, Leute. Oh mein Gott, bitte Epic Games. Bitte, bitte, bitte. Bringt diesen Skin. Alter. Okay, das ist auf jeden Fall eine Frau in so einem Eichhörnchen, in so einem Flughörnchen-Kostüm. Dann diese unglaublich geile Pickaxe mit so einer Eichel oben drauf. Also der Nuss. Nicht das, was ihr denkt. Und dieser Gleiter, Leute. Schaut euch mal bitte diesen Gleiter an. Wie cool mit dem Vogelnest hier oben drauf. Oh mein Gott, dieser Schirm, dieser Umbrella ist halt... Das ist doch...
Alter, wie geil wäre es bitte, wenn dieser Skin reinkommt. Hier mit diesem Holzschienbeinschoner und allem drum und dran. Oh mein Gott, Alter, the Sneaky Bros. Das ist eine extrem, oder Sneaky Paragon, wie du dich nennst. Digga, extrem, extrem nice Idee, wirklich. Boah, würde ich mich freuen, wenn der reinkäme. Das wäre echt heftig, Leute. Der sieht so gut aus, gefällt mir direkt richtig gut. Einer der schönsten Skins, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, eine richtig geile Idee. Okay, meine Freunde, haben wir hier noch eine Überarbeitung vom John Wick Skin. Und zwar möchten die Leute, dass John Wicks Hände größer gemacht werden. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Fände ich ganz nice, wenn John Wicks Hände einfach so groß wären. Verlinke euch oben mal ganz kurz mein letztes Video, meine Freunde. Da habt ihr ja gesehen, wie ich mich über John Wicks Riesenhände aufgeregt habe. Das wäre auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich fände es ganz nice, wenn John Wick einfach so Hände hätte, die so groß wären wie sein Oberkörper. Ich meine, das würde auf jeden Fall ganz gut zu ihm passen. Das wäre auf jeden Fall notwendig, Leute. Also bitte, Epic Games, ändert die Skin so ab, dass die Hände wirklich genauso groß sind, wie hier zu sehen. Ruhe! Ja, meine Freunde, kommen wir zum letzten Skin, meine Freunde. Ja, und hier haben wir einmal, alter Blackbeard, einen Piratenskin. Ich warte so lange schon auf einen Piratenskin. Vielleicht mit einem auflassbaren Piratenschiff, was dann als Gleiter funktioniert. Oder so ein fetter Totenkopf. Oh mein Gott, Leute, wie geil wäre es. Und dann so eine Pickaxe, wo oben quasi so ein Krummsäbel drauf ist. Boah, ich drehe schon wieder richtig durch. Leute, wir haben euch alle Skins in der Videobeschreibung verlinkt. Extrem, extrem geile Ideen dabei gewesen. Schreibt mir gerne mal euren Favoriten in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall gerne mal 10.000 Daumen nach oben da, meine Freunde. Wenn ihr morgen ein fettes Video zur neuen Granate haben wollt. Ich habe nämlich ein bisschen Research betrieben. Mit dem Ding kann man extrem viel geile Sachen machen. Tja, Leute, das war's für diesem kleinen Video zu Fortnite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da sind sämtliche Links. Und wir sehen uns heute Abend natürlich um 17 Uhr ausnahmsweise zum Stream, meine Freunde. Also schaut heute Abend um 17 Uhr ein. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.